Hey, hier ist Sven von Männlichkeitsstärken und in diesem Video beantworte ich die Frage von Marcel, war das genau. Und Marcel fragt mich, hey, was kann ich anstellen, um den Altersunterschied von 13 Jahren, ich 36, sie 23, um den belanglos werden zu lassen um aus der Freundschaftsecke rauszukommen. So, zum Thema Freundschaftsecke habe ich schon ein paar Videos gemacht. Da lohnt es sich, guck dir die mal mit an. Das ist nämlich ein ganz interessantes Thema an und für sich. Das ist nämlich wahrscheinlich, dass du deine Sexualität nicht traust, frei zu äußern. Aber was mich mehr an deiner Frage interessiert, ist dieses Ding mit diesem Altersunterschied. Genau. Oder Alltagsunterschied, wer weiß. Guck mal, du hast Bock auf dieses junge, geile Mädel. Kann ich total verstehen. Ich bin jetzt 31. Ich habe auch manchmal Bock auf so ein junges, tolles, schöne Frau. Und irgendwie verstehe ich, also aus meiner Persönlichkeit, aus meiner Sichtweise, verstehe ich dich da nicht. Weil ich habe nie Probleme mit dem Alter. Ich habe auch nie Probleme mit meiner dicken Nase oder ich habe auch nie Probleme mit meiner 2 Meter Größe und Schlaksigkeit. Ich bin sehr, relativ dünn und 2 Meter groß. Ich habe nie Probleme mit all den Dingen, die andere Männer meinen, dass sie Probleme haben. Glatze, zu klein, zu dick, zu viel Muskeln, zu wenig Muskeln, damit habe ich nie Probleme, weil ich sie in mir selbst nicht zum Problem werden lasse. Wenn ich eine junge Frau sehe, dann checke ich kurz ab, okay, mache ich mich strafbar oder nicht? Also ist sie älter als 18? Und wenn sie 18 ist, dann ist das eine Frau und ich bin ein Mann. Und wir können wunderbar was miteinander erleben. Der Altersunterschied ist erstmal in deinem Kopf relevant. Und weil er in deinem Kopf relevant ist, ist er auch, oder beziehungsweise subkommunizierst du das durch deine subbewussten Kommunikation, dass er auch in ihrem Kopf interessant wird. Wenn du allerdings für dich aufhörst, einen Altersunterschied als Problem anzusehen, wenn du bei dir aufhörst, das als Problem anzusehen, sondern als vollkommen Normalität, dann wird sie das gar nicht mehr spüren und gar nicht mehr wahrnehmen, sondern sie wird nur wahrnehmen, ein Mann mit Erfahrung, ein Mann, der älter ist als ich. Was meinst du, wie viele, viele Frauen Bock haben auf ältere Männer? So, und wenn jetzt eine neue beste Freundin, sorry für dieses kleine beste Freundin-Ding, aber wenn eine beste Freundin keinen Bock hat auf ältere Männer, dann hast du das zu respektieren. Ich finde das immer wieder spannend, wie Menschen sich so auf eine Frau versteifen, so als ob diese Frau der Erlöser ist. Das steckt nämlich dahinter. Wenn ich nur diese junge 23-Jährige bekommen würde, dann wäre mein Leben doch so toll. Das steckt dahinter auch noch. Neben der nicht gelebten Sexualität, mein Freund. Aber so funktioniert das nicht. Wenn sie darauf keinen Bock hat, auf dein Angebot, was du ihr gegeben hast, dann ist das zu respektieren. Ganz einfach. Und dich umzuschauen nach einer anderen Frau, die vielleicht 43 ist, vielleicht auch 23, vielleicht auch 33, die dein Angebot wertschätzt und würdigst. Was würde denn jetzt passieren, wenn ich dir jetzt die ultimative Technik an die Hand geben würde, wenn ich sowas hätte, mit der du die Frau auf jeden Fall bekommen kannst, mit der du auf jeden Fall überzeugen kannst. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Weil eine Frau, die du einmal überzeugen musst von dir, die musst du immer wieder überzeugen. Immer wieder. Immer wieder. Das ist scheiße. Viel lieber ist es doch, wenn du rumgehst, Frauen, die du attraktiv findest, das Angebot machst, hey, guck mal, hier bin ich, ich finde dich toll. Und du auf eine Frau triffst, die sagt, oh, toll, ja, den Mann will ich haben. Das ist doch viel schöner als dieses ganze Hinterhergerenne und wie kriege ich sie dazu? Das heißt, weil du ja eh schon in der Freundschaftsecke bist, lass sie gehen. Lass sie gehen und das Wichtigste, melde dich auf jeden Fall zum Newsletter an, weil das sind so viele Baustellen, die ich innerhalb deiner kurzen Frage rauslese. Freundschaftsecke, ne? Keine Sexualität gelebt. Dann dieses ganze Ding von wegen, sie ist die eine. Dann dieses Ding, ja, wenn ich denn nur im gleichen Alter wäre, dann hätte ich ja nicht dieses Problembewusste. Und du bist damit nicht alleine.
Da gibt es ganz, ganz viele Männer, die ihre Glatze, ihre Körpergröße oder was auch immer dazu nehmen als Ausrede, weil ja, deswegen kann ich ja keine Frauen bekommen. Bullshit. Melde dich zu uns zum Newsletter an. Und das wird ein bisschen Arbeit. Das ist jetzt nicht so ein Ding hier, ich gebe dir ein, zwei Techniken und dann läuft's schon. Sondern es ist einfach mal eine kritische Auseinandersetzung mit dir selbst. Mit deinem eigenen Selbstwertgefühl, was ich glaube nämlich auch nicht gerade das Höchste ist. Und auf dieser Arbeit, wenn du anfängst, diese Arbeit zu machen und gleichzeitig nach außen mit anderen Frauen kommunizierst und flirtest, wirst du sehr schnell Erfolge haben. Ich würde dir nur empfehlen, dann nicht aufzuhören, sondern weiter an dir zu arbeiten. Und dann noch größere Erfolge zu haben und irgendwann geht es dir unermesslich gut. Weil ich persönlich komme genau aus derselben Ecke wie du. Ich hab mir Probleme und Probleme eingeredet, warum ich keine Frauen bekomme. Ich war mir meiner Sexualität nicht bewusst und habe sie mir nicht getraut, anderen Frauen zu offenbaren. Und ich habe mich auf bestimmte Frauen versteift. Und heute sitze ich hier und gebe Tipps, die wirklich was bringen. Zwischen dem damaligen Ich und meinem jetzigen Ich sind 6 Jahre. Wenn du dich zum Newsletter einträgst, wären es vielleicht nur 2. Und in diesem Sinne, lass es dir vor allen Dingen gut gehen. Lass einen Daumen hoch, wenn du was gelernt hast. Und abonniere natürlich immer gern den Kanal. Ciao, Mann.